Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ein neuer Guide mit Dexter 23. Und heute geht es ganz klar, ihr seht ja schon neben mir, es geht um Unterwassertiere. Es geht nicht um den Argentavis, heute geht es nämlich ins Wasser, ins Kühl-Nass, da wo der Dex eigentlich am liebsten nie hingehen würde. Aber wir müssen das auch immer machen. Da unten schwimmt ein Delfin. Heute machen wir mal eine Top 5-Liste der, sagen wir mal, besten und nutzvollsten Unterwassertiere, die es in A gibt. Es gibt natürlich noch andere, die ich jetzt vielleicht nicht mit aufgelistet habe, die natürlich auch sehr, sehr, sehr nutzvoll sind und die sogar vielleicht mehr gezähmt werden als alle anderen. Aber ich habe einfach mal 5 da rausgesucht, die ich ja, nach meinen Erachtens am besten und am nutzvollsten finde. Und ihr könnt natürlich nachher mal wieder in die Kommentare schreiben, welche der Dinos oder Unterwassertiere sollte ich tauschen mit welchem Platz. Aber das werden wir ja nachher noch sehen. Wir springen jetzt ins Wasser und wir sehen uns dann bei Platz Nummer 5. Der Unterwasserdinos. Und los. Richtig. Platz 5. Der Angler. Der Angler ist für mich einer der besten Unterwassertiere, die es überhaupt gibt. Nicht, weil sie die beste Spezialfähigkeit haben, unter Wasser röpsen. Es gibt, glaube ich, kein Tier, was am besten unter Wasser röpsen kann, außer der Angler. Ich muss das mal hören. Schon geil, ne? Der kann unter Wasser röpsen. Das hört sich so cool an. Aber was er noch kann, ist die Perlen mampfen und Perlen farmen. Super gut sogar. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Perlenfarmer als den Angler. Guckt euch das mal an. Ich bin auf Standard. Komplett auf Standard spiele ich gerade. Das heißt, so gesehen, wenn ihr jetzt auf einem öffentlichen Server unterwegs seid und wollt Silicia-Perlen sammeln, die weißen Perlen, dann einfach mit dem Angler runter, miam, und dann weg. Ganz schnell weg, mal meistens, wenn hier, da hinten ist ein Moser, da hinten war irgendwo ein, wo ist er, irgendwo da oben ist er, glaube ich, das ist ein Alpha Megalosaurus, Megalodon, da muss man echt aufpassen, weil der Angler ist nicht stark, der Angler sieht mega brutal aus, aber hat echt nicht die besten Werte, aber dafür ist er schnell genug, um zu flüchten. Und die Fähigkeit einfach Perlen zusammen, guckt euch das mal an, 178 Perlen im Standardgrad gefarmt. Also wenn ihr dann mal irgendwie im Maximallevel seid und braucht ganz viele Perlen, um Waffen zu craften, dann ist natürlich der Angler ganz klar Nummer 1 von den Unterwassertieren, die ihr braucht, um die richtigen Materialien, Ressourcen zu bekommen. Also Angler, das ist richtig geil hier, ne? So ein Rot habe ich hier. Angler, ganz klar, ein ganz, ganz toller. Schnell weg jetzt hier und ich mache mich mal wieder auf die Achse, bevor es nach hier zu Bösosaurus kommt. Also, bis gleich. Der Dunkless Toys. Ihr seht ein, sagen wir mal, ein Panzer von Wassertier. Panzer ist gut gesagt, das heißt übrigens MC Hammer und wir zeigen dem jetzt mal ganz klar, was das bedeutet, ein Panzer zu sein. Er macht mir mal gerade 7 Schaden. Warum? Weil ich hier so eine richtig geile Knochenplatte im Gesicht habe. Das ist wirklich ein Knochen vorne. So, hier, wo ist es? Ihr kriegt 0 Schaden hier. Das ist echt ein Witz und wir teilen richtig böse aus. Der Dunkless Toys ist mega langsam, aber dafür, ich muss ganz ehrlich sagen, der Tank unter Wasser. Für die Klasse Mini, er ist ja wirklich kein großer Dinosaurier, also es ist jetzt kein Mosasaurus, kein Plesiosaurus oder wie sie alle heißen, der ist einfach mega langsam, mega kompakt. Für PvP würde ich den sehr, sehr, sehr oft sogar nutzen, weil erstmal hat er eine gute Panzerung, ne? Ihr seht ja schon, richtig geil sieht das Teil aus, sieht mega böse aus, kann Strukturen, Stein kaputt machen. Das heißt, so gesehen, wenn jemand irgendwo eine Steinbase hat, unter Wasser, irgendwo eine Höhle, wo er so gesehen dann sein Tor damit abschließt, oder besser seinen Bereich damit abschließt, dann kann man da mal ganz kurz hingehen und mit dem die Steinwand einfach einreißen. Aber was der noch Besonderes kann, ist das. Zack, einmal zum Ölstein. Mampf! 44 Öl prügelt der einfach mal ganz cool, gemütlich aus so einem Stein raus. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal. So, ich schwimme jetzt mal da hinten hin. Ne, wir machen das mal hier. Doch, wir machen das hier vorne. Okay, da ist ein bisschen sicherer, weil ich muss nämlich jetzt gleich selber absteigen. Also ich zeige es nochmal. Hier ganz gemütlicher. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen auf Stamina skillen. Der ist nämlich
Also bei dem würde ich ganz ehrlich auf Stamina skillen und auf Geschwindigkeit so ein bisschen, weil der ist mega langsam. Guckt euch das mal an. Ist das nicht? Das ist echt mega brutal. Potthässlich, aber voll brutal, ne? Und dann, zack, farmen, bam, 56 Öl, 26 Stein. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nach da oben zu dem nächsten hin. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das. So, ich zeige euch das mal ganz kurz mit. Jetzt habe ich, glaube ich, gar nicht die Spitzhacke. Doch, die Spitzhacke habe ich dabei. Okay. Zack, wir gehen an den Stein. Ne? Und dann hauen wir hier mal gemütlich auf dem Stein herum und kriegen gar nichts. Und mit dem hier, Mampf, gemütlich mal den ganzen Stein weggeprügelt. Also, dafür sind die richtig gut. Was die auch noch können, ich habe ja schon gesagt, die können gut tanken. Ihr könnt auch ganz gemütlich gegen sogar Mosasaurier oder von mir aus auch ein Plesiosaurier rangehen. Weil die haben so eine geile Platte, also diese Panzerungsplatte vorne drauf, dass die den Schaden sogar von den großen Tieren abhalten. So, was habe ich jetzt hier für ein Level? 106, das ist schon großer, ne? Das ist schon richtig großer. Wir gucken mal, ob wir den Mosasaurus da hinten irgendwo finden. Vielleicht haben wir ja Glück, dass das ein hohes Level ist. Und dann werden wir uns mal da an den Rand wagen. Aber natürlich ist der Mosasaurus natürlich schon der König der Meere. Mit dem Thusoteudes. Oh, das Stamina ist nicht so sein Ding, ne? Wir machen mal so. Wir schwimmen mal vor. Komm mal mit. Komm mal mit, da hinten irgendwo war der Mosa. Der ist nämlich irgendwo hier und dann kämpfen wir mal ganz kurz gegen den. Da zeige ich euch auch mal ganz kurz, wie der. Da kommt er. Okay, neuer. Wir ziehen den mal. Okay, wir haben ihn. Jetzt hat er uns bemerkt, oder? Hat er uns bemerkt? Noch nicht, hat er uns nicht bemerkt. So, da kommt er. Okay, ab auf den MC Hammer drauf. Und jetzt kann der ruhig kommen. Mal gucken, wer hier den Macker markiert. Also, guck mal, 19 Schaden. Da kann ich den ganzen Abend hier stehen. Der macht gar nichts. Und das weiß er nämlich sofort, weil der Dunklosaurus ist nämlich schon recht groß und böse. Und das macht man. Immer gucken, ich weiß nicht, welches Level der Mose hat. Der ist bestimmt nicht so hoch. Aber wir machen den jetzt mal ganz. Ach, ich habe jetzt natürlich keine Ausdauer mehr. Jetzt komm her. Komm kämpfen! Er will natürlich nur mich. Komm her. Wir müssen das da auch mal. Der ist doch schon recht hoch. Vielleicht ist das irgendwie so ein, weiß ich nicht. 24? 38? Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt mal sehen. Wir gucken mal. Ich zeige euch das mal. Guck mal hier. Da kann man echt schlafen dabei. Der ist einfach so ein geiler Tank unter Wasser. Aber natürlich der Mosasaurus, der hat ja auch über 10.000 Schaden, ne? Da muss man echt aufpassen. Das kann echt noch lange dauern. Aber ich glaube, der fängt schon an zu bluten. Ja, er fängt schon an zu bluten. Der macht das, glaube ich, gleich die Biege. Mal gucken, wer stärker ist. Ich bin mal gespannt, welches Level der hat. Wenn ihr oben rechts guckt auf mein Kreuz, ich bin noch nicht mal über die Mitte, nicht mal bei der Mitte angekommen. Wir kämpfen gerade hier gegen den großen Mosasaurus. Bäm! 80! Guck mal, 80 ist doch gar nicht mehr so schlecht. Mampf, Mampf, heit, heit, heit. Ihr seht, er haut auch hier richtig heit raus. Aber dafür ist er jetzt nicht unbedingt gedacht. Wir brauchen den eher, um zu tanken, um Strukturen bis zu Stein kaputt zu machen. Und ganz, ganz wichtig ist, so Movement Speed, ganz, ganz wichtig ist eben, dass der super, super gut Öl rausprügeln kann. Gut, wir wechseln mal das Tier und wir sehen uns dann eben bei Platz 3. Der Manta! War eigentlich klar, ne, dass der Manta mit draufkommt. Der Manta ist für mich das beste Reisetier. Jetzt sagen viele, aber der Delfin ist doch schneller. Der Delfin ist. Der Delfin ist schneller. Ich finde den Manta aber trotzdem ein Tick stylisch besser, weil er nicht nur unter Wasser tauchen kann, wenn man ihn auf Geschwindigkeit skillt. Das habe ich nämlich jetzt hier bei dem hier gemacht. Wir sind hier mit einem 104 unterwegs. Der ist auf 195 geskillt jetzt. Ist der mega schnell und er kann fliegen.
Nein, er kann nicht fliegen, aber er kann springen wie ein Weltmeister. So, das ist die Geschwindigkeit, die er jetzt im Moment drauf hat. Ihr seht's. Und wenn ich nämlich dann aus dem Wasser jumpe, dann sieht das nämlich so aus. Und dann könnt ihr, ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, sobald ihr aufs Land kommt, stirbt er euch. Aber trotzdem kann der hier diese Aktion hier machen und gemütlich... Ich komme, wir fliegen mal über die Karte. Nicht über die Karte, aber über so bestimmte Stücke der Karte. Das machen wir mal zusammen. So. Ihr seht, wie mega schnell. Das ist echt ein super Geschwindigkeitstier, wo ihr von der einen Seite, von einer Seite bis zur anderen Seite super schnell hinkommt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das auch schaffe. Wir versuchen das mal. Versuchen das mal. Ich weiß jetzt nicht, auf wo ich springen muss. Müssen wir mal zusammen. Okay. Das war nicht. Ich will ein bisschen zurück. Ihr seht, ich krieg zwar Schaden, aber er ist nicht tot. So, wir machen das jetzt nochmal. Es gibt nämlich eine tolle Stelle, wo man echt so rüberjumpen kann. Guckt euch das mal an, ey. Das ist so ein geiles Tier. Oh, das ist scheiße. Armes Tier. Aua, ja, ich weiß, das hat wehgetan. Super lustig, ne Leute? Das ist so ein geiles Tier. Weil mit dem Delfin kann man das leider nicht machen. Der Delfin kann nämlich bei Ark nicht springen. Warum das noch nie geändert worden ist, das frage ich mich immer noch, aber leider ist das so. Oh, er hat gerade die Puste verloren. Wir müssen noch mal warten. Ganz kurz. Ich will noch mit euch einmal hier rüber springen. Das geht nämlich. Ihr könnt, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ihr könnt ein bisschen auf dem Boden, auf dem Land rumhopsen, wenn ihr genug Leben habt. Wenn es jetzt nur ein Level 1, 2er oder 10er ist, der wird sofort sterben. Wir haben hier einen 104er, der hat schon 400 Leben. Also ist jetzt nicht unbedingt viel, ne? Ihr wisst ja selber, aber wenigstens reicht das aus, um wenigstens aus dem Land so ein bisschen rumzuhopsen. So, wir machen das nochmal. Schaffen wir. Toi, toi, toi. Nein, du schaffst es! ihr könnt übrigens noch höher springen, aber das ist so ein bisschen tricky. Jetzt habe ich selber Hunger. Das müsst ihr eben so ein bisschen selber rausfinden, wie es geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Manta ist einfach super, super geil. Cooles Tier, man sitzt hier so, man steht hier so drauf wie auf dem Jetski und super schnell, ist sogar auch stark. Ne? Ihr habt ja hier diese Peaks-Attacke. Wenn ihr mein Zam-Video dazu kennt, der Manta mit seiner Schlagattacke macht ja eure Rüstung mit 2-3, also wenn ihr jetzt keine verbesserte Rüstung habt, wenn ihr eine Standardrüstung habt, als glaube ich einer oder maximum zwei Schläge, dann ist eure Rüstung kaputt und das ist echt böse. Der ist ziemlich flink, wenn er gegen euch kämpft und ihr wisst ja, die Zähmung ist ja so eine Passivzähmung, ist jetzt auch nicht immer die leichteste gewesen, aber ne, da ist er, der Manta ist voll geil und wir sliden hier wie auf so einem Jetski durch die Gegend. Der Mosasaurus. War eigentlich klar, dass der Mosasaurus mit auf die Liste kommt. Platz 2 für den Mosasaurus. Und man sieht auch schon, warum er Platz 2 ist. Er kann natürlich auch wie der Plesiosaurus. Der Plesio kann ja auch einen Sattel oben drauf schnallen. Der Mosa ist natürlich aber der, sagen wir mal, der König des Wassers. Ist der Große, der Starke. Und naja, ihr werdet es jetzt gleich mal sehen. Wir werden mal losschwimmen. Sekunde. Okay, jetzt. So sieht's aus, wenn ihr mit einem Plattformsattel von einem Mosasaurus unterwegs seid. Ich glaube, ich muss mich mal gerade selber mal. So. So. Die ziehen wir auch noch an. Dann haben wir es komplett. Dann sehen wir wenigstens was. Das ist der Mosasaurus, wenn er unterwegs ist mit dem Plattformsattel. Ich habe jetzt einfach mal so eine Eisenbase oben drauf geschnallt. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen mit den. Wie es natürlich bei jedem anderen Plattformsattel ist, muss ein bisschen aufpassen, dass die ganzen Strukturen auch Gewicht abgeben und natürlich auch nicht so viele sein dürfen. Oh, ihr seht, ich lasse mich mal beißen, 22, meiner 86, okay, das war der Level 12, aber ein ganz, ganz kleiner, aber der Mosasaurus ist ganz, ganz klar hier der König des
des Meeres. Ich habe jetzt hier einen, der ist 10.000 Level schwer oder stark. Wir können hier natürlich ein bisschen auf Speed oder sonst was skillen. Ich mache mal ein bisschen auf Damage. Und dann kann man nämlich hier mit Momo, habe ich ihn genannt, kann man hier mal ganz gemütlich auch durch die ganzen anderen Bösosaurier durchfressen. Ich gucke gerade mal, ob ich jetzt irgendwas anderes finde, was ziemlich stark ist. Drusotoides. So, ich gucke gerade mal, ob ich jetzt irgendwo was anderes finde. Hier oben war irgendwo so ein Alpha. Ach, guck mal, da oben ist ein Dunkleer's Toys. Ach, guck mal, das ist auch ein Plesio, glaube ich, hier. Nee, das ist ein Pasi. Den werden wir uns auch mal ganz kurz vorknüpfen. Das sind super geile Dinos, aber leider, ihr wisst ja selber, die sind so ein bisschen von bei Ark so ein bisschen verkommen. Dass man die nicht so nutzen kann, wie man sie gerne hätte. Der Liplodeuron. Oh, da kommt so ein. Oh, der ist immer noch hinter mir. Ein Riesenfisch hier. Lebt er noch? Der lebt noch, ne? Wir werden das wenigstens einmal fressen. Das ist so ein schöner Dino hier. Oder was ist das? Unterwasser. Fischi. Aber leider. Bisschen von Ark so ein bisschen schlecht gemacht. Finde ich nicht so toll. Sieht zwar total schick aus, wenn er immer so begleitet wird von den ganzen Mantas. Oder auch der Liplodeuron. Der ist ja richtig brutal, wenn man sich den anguckt. Und man kriegt den nur für 30 Minuten. Das ist so schade. Der hätte eigentlich mit auf der Liste sein sollen müssen. Aber leider. Für 30 Minuten einen Dino zu bekommen, oder ein Wasser unter Wassersaurier, das ist jetzt nicht so toll, deswegen kommt er nicht mit auf die Liste. Sonst hätte ich natürlich jetzt auch den Liponteuron drauf. Wir werden mal ganz kurz den Risophichus hier angreifen. Mal gucken, ob der. Guck mal, was der für einen Schaden gegen mich macht. Natürlich, der Moser ist natürlich nicht der wendigste. Da ist natürlich eher der Plesio besser. Guck mal, der macht auch nicht viel Schaden gegen mich. Und der ist auch gleich tot. Guck mal, da blutet jetzt schon. Mosasaurus, echt der King unter Wasser. Bäm, tschüss. Oh. Tschüss. Da war er weg. So, ich gebe dir mal ganz kurz noch so ein bisschen Movement Speed. Damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Und das ist das Geile eben an dem Mosasaurier. Nicht, dass der eben mega stark ist. Schnell ist er auch. Hat super viel Leben. Nein, man kann auch eben mit dem Sattel obendrauf noch so eine Base mitschleppen. Man kann ja auch über Wasser, ne? Man kann ja so und dann absteigen. Und dann kann man eben in seine Base reingehen. Wie man das so möchte. So sieht's aus. Aufpassen. Ich habe schon meine Strukturen komplett verbraucht. Und deswegen würde ich euch empfehlen, ein bisschen kleiner zu bauen. Licht vielleicht noch obendrauf. Wird gerade angegriffen. Oder? Ja. Ein bisschen Licht da obendrauf. Und dann könnt ihr unter Wasser noch mitleuchten. Und damit sage ich dann mal, das war's vom Mosasaurier, ganz klar, der König unter Wasser. Und jetzt gehen wir auf Platz 1, viele wissen es schon, viele können sich das denken, aber ich packe jetzt mal ganz kurz meinen Moser hier in die Ecke und dann ab zu Platz 1. Der Thusoteudis, war ja klar. Wenn der Moser der König unter Wasser ist, ist der Thusoteudis das Schreckenungeheuer unter Wasser. Es ist wirklich mega brutal stark, hat super coole Fähigkeiten. Ich sage das auch mal ganz kurz, der kennt irgendwie auch gar kein Problem, irgendwie alles zu schnetzeln, was in der Nähe ist. Wir gehen jetzt mal ganz kurz bei den Haien. Die Haie, so, zack, wir schwimmen dorthin und machen jetzt Folgendes, wir schnappen uns den jetzt erstmal. Du bist mein. Und jetzt könnte ich den eigentlich so gesehen ganz gemütlich noch abschießen. Aber nein, wir werden den jetzt einmal so zerschnetzeln, wie wir den jetzt gerade haben. Wir haben den nämlich jetzt in den Fängen. Und ich kann übrigens, da kommt noch der nächste, ich kann auch übrigens ganz normal zuschlagen. So. Ich könnte eigentlich komplett auch um mich herumschlagen, alles niederprügeln, was in der Nähe ist. Das ist so ein geiles Tier. Mega schwer zu zähmen. Ist aber auch wirklich schon ab Level, natürlich, wenn man einen Sattel braucht, ich glaube, das war Level 93 sogar. Da ist das natürlich Logo, dass man für so ein hohes Level natürlich auch ein super geiles Unterwassertier bekommt. So, da hinten ist der. Okay, wir werden mal hier ganz kurz zu dem
da, zu dem hier gehen. Wir haben ja echt Auswahl heute. Ich würde gerne mal ein paar andere Dinos. So, pass auf, ich schnapp mir den jetzt. Ups, das war jetzt die Angriffsattacke. Was wollte ich gerade nicht machen? So. Die machen echt viel Schaden, ne? Die kleinen Scheiße. Man muss echt voll aufpassen. Guck dir das mal an. Wir können übrigens das machen. Wenn die jetzt zu stark werden, dann drücken wir einfach mal auf beim PC auf dieses hier. Und dann lassen die uns nämlich in Ruhe. Dann machen wir nämlich einmal den die Tinte. Und ihr seht, die wissen nicht, wo ich bin. Keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt kommen sie zwar wieder. Ich mache sie jetzt nochmal. Ich greife die jetzt nochmal an. So, jetzt. Wenn die nämlich schon nah dran sind, sind sie ziemlich stark. Ansonsten sind sie nämlich nicht so stark. Ja, und zack, da kommt noch einer. Ich krieg die nämlich nicht, wenn die zu nah dran sind. Coole Aktion mit diesem, mit der Tinte. Finde ich voll geil. Man hat ja gerade gesehen, ich habe gerade ein paar Problemchen gehabt. Die haben auch ziemlich viele rausgeschlagen. Und jetzt schnappen wir uns den mal. Bam! Ich glaube, den kann man gar nicht schnappen, ne? Ich glaube, man kann nur bis zum Plesiosaurus. Den kann man, glaube ich, nicht fangen. So, dann müssen wir uns aber, glaube ich, einen Plesiosaurus. Ich habe gerade gedacht, der ist ja auch genauso groß wie der Plesio, dass wir den auch schnappen können. Geht nicht, dann müssen wir es mal machen. Wir gehen mal ganz kurz unter Wasser, suchen uns mal schnell einen Plesio. Die sind ja genug hier. Die sind ja meistens sogar immer zu zweit unterwegs. Da, das ist gut, da sind sie sogar zu zweit. So, und jetzt schnappen wir uns mal einen. So. So, einen habe ich. Ihr seht, Plesio kann ich schnappen und den da hinten nicht, dann machen wir es eben nicht. Den Basi Basilosaurus und wir fressen jetzt erstmal den einen auf und dann den Rest von denen hier. Der kann gar nichts machen. Der beißt mich zwar, aber der kommt nicht mal aus meinen Fängen raus. Schon mega brutal. Übrigens, wenn ihr Tiere zähmen wollt, könnt ihr es nämlich genauso machen. Wenn ihr ein Tussotoidus habt, dann schnappt euch den Plesio zum Beispiel und schießt ihn gemütlich ab. So, jetzt wird es hier richtig. Guckt euch mal an, was der für ein Schaden-Output hat. Das ist so brutal. Ich bin zwar nicht so wendig wie der Plesio. Der Plesio ist natürlich mega wendig und mega schnell. Der ist übrigens nicht mehr drauf, der Plesio. Warum? Weil der Plesio ist zwar schneller und wendiger als ein Moser. Kann auch ein Plattformsattel draufhauen. Aber er hat natürlich nicht die Stärke und das Leben von einem Mosasaurus. Und deswegen ist natürlich der Plesio, würde ich ihn lieber auf Platz 6 oder sowas setzen. Und ich habe den Delfin auch nicht drauf genommen. Da würde ich lieber den Manta nehmen als Reittier. Der wäre vielleicht dann Platz 7. Dann habe ich den Megalodon, den Hai nicht mit drauf genommen. Warum? Weil der Megalodon ist eher so ein Tier wie so ein Raptor auf dem Land. Den zähmt man in Massen, weil einfach er ist perfekt. Er ist perfekt, der ist stark, ist recht schnell, der kann so vieles, ist so vielseitig, aber er hat nicht irgendwas Besonderes, wo ich sagen soll, wow, der eine kann Tinte, der andere kann springen und ist schnell und der andere kann, was haben wir noch gehabt, der eine kann einen Plattformsattel oben draufhauen, hat sogar noch viel Leben dazu. Also gesehen, habe ich dann nämlich einige Wassertiere nicht mit reingenommen, aber ihr könnt mir gerne sagen, ob ich die Plätze 1 bis 5 gut ausgewählt habe. Ihr könnt aber gerne diskutieren, welchen ihr lieber auf Platz 1 gesehen hättet. Ich denke mal, der Tussotoidus ist das Schrecken der Meere und ist auch wirklich, ja, ganz klar. Wenn ihr selber mal gegen den kämpfen solltet, werdet ihr sehen, dass das echt das Ultratier ist. Mega stark und sieht so cool aus. Also, würde ich ganz ehrlich sagen, das war's dann erstmal. Mit den Top 5 der Unterwassertiere. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche anderen Guides haben möchtet. Für irgendwelche anderen Sachen, dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie realisieren kann. So, den werden wir uns auch noch schnappen. So, jetzt kriegst du das auch noch vom Tussotoidus, dem Schrecken der Meere. Und dann sagt der Dex erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge und weiter abzocken. Bis dann.
So, ihr Lieben, das war meine Top 5 der Unterwasser-Dinos. Ihr habt es ja gesehen, Angler, Busoteudes, Dunklerstoys, wie sie alle heißen, Manta, Moser. Welche sind denn eure Lieblinge? War die Liste okay? Hätte ich irgendwas verschieben sollen? Also ich denke mal, das war vollkommen okay so. Aber wir können ja gerne nochmal in den Kommentaren drüber diskutieren. Lasst mir einen Daumen hoch und wie gesagt nochmal, wenn ihr irgendwelche anderen Guides haben möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich gucke mal drüber, ob ich das machen kann, verwirklichen kann und vielleicht werde ich das dann auch für euch dann machen. Dann sage ich dann mal Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeguckt habt und bis dann und tschüss. Und wir machen mal hier den Turkey. Wo ist der Turkey? Kein Turkey da. Alles klar, machen wir den hier.